So, die Joanna ist da und du hast da was ganz Frisches. Darf ich mir das direkt mal angucken? Ist ja ganz interessant. Das ist ein Neomorph aus dem Alien-Film und ein Pentagramm. Krass. Und das hat wie lange gedauert? 5 Stunden. War das gestern? Ja. Krass. Das war bestimmt sehr schmerzhaft. Ja, das war es in der Tat auf jeden Fall. Und wie kamst du darauf, dir das stechen zu lassen? Das war eigentlich recht spontan. Also ich wollte mich hier natürlich tätowieren lassen. Wenn ich schon mal auf einer Convention bin, dann sollte ich das auch machen. Ich habe auch Vorstellungen darunter, was ich mir tätowieren lasse. Und ich suche dann halt hier Freunde, Tätowierer, die das dann halt auch machen. Und wir stellen das dann auch vor. Und die können sich dann an mir austoben. Aber natürlich so auch mit meinen Vorstellungen. Und die können dann ihre Kreativität auf meinen Körper drauf machen. Ja. Also natürlich öfter auf Conventions tätowiert? Ja, eigentlich so fast auf jeder, wo ich bin. Weil ich habe öfter Leute gehört, denen ist das zu wuselig, wenn die Leute um die rumlaufen, dass die nicht so, ja, man muss sich ja schon ein bisschen konzentrieren oder seinen eigenen Weg finden, mit den Schmerzen umzugehen. Ist das für dich gar kein Problem? Also bist du lieber abgelenkt sozusagen? Das will ich nicht sagen. Ich bin eigentlich eine totale Memme, wenn es darum geht. Aber ich benutze natürlich auch immer eine schöne Lidocain-Creme, damit man nicht so starke Schmerzen spürt. Aber ja, es ist auf jeden Fall viel mehr Stress, auf Conventions sich tätowieren zu lassen als privat, weil du hast dann auch die Menschen und du willst versuchen, dich zusammenzureißen, aber es geht dann halt nicht so leicht. Ne? Ja. Auch weil man dann schnell arbeiten möchte, weil man zum Beispiel noch auf einen Contest muss, ist es dann halt auch eigentlich mehr Stress, aber man muss halt durch. Ist ja nur einmal Schmerz, dann macht man es in einer Sitzung durch und dann hat man es drin. Genau. Nehmt ihr damit auch an einem Contest teil? Nee, damit nicht. Er ist leider nicht mehr hier, der war jetzt nur gestern da gewesen. Und kanntest du ihn schon vorher oder hast du dann bewusst geschaut, wer hierher kommt und bis hierhin gekommen und hast vorher dich mit denen abgesprochen? Nein, ihn kenne ich schon seit 5 Jahren jetzt. Und hast du dich jetzt schon bei mehreren Tätowierern tätowieren lassen oder bist du dann öfter bei den gleichen auch? Ich bin auch öfter bei den gleichen. Also ich habe von circa 6 Tätowierern die Werke auf meinem Körper. Also ich lasse mich schon mehrmals von den gleichen Tätowierern tätowieren. Und wann hast du damit angefangen? Vor 3 Jahren. Ach, erst vor 3 Jahren? Hast du aber schon gut gesammelt dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Und welches war denn das erste? Das war, ist halt schwer zu zeigen. Das hier. Ist das ein Schädel? Ich kann es gerade nicht so genau. Das ist hier ein Totenkopf und hinten ist eine Rose. Ah ja, jetzt sehe ich es, der guckt nach unten. Ich war noch in der Dimension so nicht ganz sicher. Mhm. Ah, okay, und hier ist die Rose, cool. Mhm. Und wusstest du da schon, dass es mehr werden oder warst du erstmal so, ach, ich mache ein Tattoo? Ich wusste es eigentlich schon von Kind auf. Meine Mutter hat mir immer so eine Cola-Flasche gezeigt, wo da so ein Tätowierter drauf war und hat immer gesagt so sollst du nicht enden, pass da auf, bla bla bla. Und ich wusste sofort so, ey, das sieht doch voll cool aus. Und ich wusste schon damals, ey, ich lasse mich zu tätowieren. Immer schön die Kaugummi-Sticker überall auf die Beine kleben und ins Gesicht. Ja, das war so mein. Und was sagt die Mama jetzt? Ja, sie ist natürlich nicht davon beeindruckt, aber sie muss es halt akzeptieren. Ja. Du hast ja im Gesicht auch ein paar Sachen. War das für dich nochmal eine krassere Überlegung, ob du das machen möchtest oder nicht? Nee, eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe schon damals als Kindheit, in der Kindheit mir irgendwelche Sachen ins Gesicht geklebt, gemalt und bin dann halt auch damit rumgelaufen, fing auch recht früh mit Make-up an und das war dann eigentlich nicht wirklich eine Überlegung, es war einfach spontan und es hat mir dann auch gefallen. Also war für dich sozusagen eine Stelle wie jede andere, mehr oder weniger? Genau. Ja. Hast du denn an der Reaktion der Leute was erlebt, also was gemerkt, dass sich das nochmal ändert, wenn man im Gesicht tätowiert ist? Das natürlich. Also in Bayern, wo ich gelebt habe und in Düren, wo ich aufgewachsen bin, da war man dann natürlich so ein bisschen, da guckt dann die Nachbarin aus dem Fenster und ruft dann irgendwie raus, weil, hey, damals aber, da gab es sowas noch nicht, also das Typische. Und in Bayern halt auch. Und jetzt bin ich nach Berlin gezogen, da werde ich akzeptiert, so wie ich bin. Werde natürlich oft schräg angeguckt, muss mich auch immer schön fein zurecht machen, damit ich halt nicht irgendwie aussehe wie, keine Ahnung, irgendein Klischee-Schubladen-Mensch. Aber ja, eigentlich habe ich kein Problem damit. Es fängt auch an, sich jetzt immer weiter in die Neuzeit mit einzuleben, dass die Leute es mehr akzeptieren und das ist auf jeden Fall angenehm. Bist du denn auch bewusst mit aus diesem Grund nach Berlin gezogen, dass du einfach sich ein bisschen mehr ausleben kannst, sag ich mal? Das auf jeden Fall. Also ich habe viele Orte schon ausprobiert. Ich habe eine Europareise gemacht, um zu gucken, wo ich eigentlich leben möchte. Und dann komme ich letztendlich nach Berlin und ich bin genau da an den richtigen Punkten gelandet. Da kann ich crazy sein, mich ausleben und so aussehen.
Und ja, da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Das kann ich nur jedem empfehlen, auf jeden Fall. Sehr cool. Ja, ist auch cool, dass du dich vorher umgeguckt hast, wo du eigentlich sein möchtest. Das machen ja auch nicht viele Leute. Die sind dann einfach da, wo sie arbeiten. Was arbeitest du denn eigentlich? Fällt mir gerade so an. Ich arbeite hauptsächlich in Berliner Clubs. Ich fange jetzt im September meine Ausbildung als Schreinerin an. Ja, und ich arbeite, wie gesagt, in Techno-Clubs wie KitKat Club am Mittwoch bei der Symbiotika und sonst noch auf anderen Partys, so eher kleineren Techno-Veranstaltungen. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Also da kann man sich auch gut ausleben. Die Leute sind auch super schön, gute Vibes. Ja. Sehr cool. Und als Schreinerin fängst du dann an. Wie kommst du dazu? Also was interessiert dich so an dem Beruf? Ich habe die Ausbildung schon mal angefangen in Bayern und als ich aber dann weggezogen bin, musste ich die natürlich aufhören. Ich habe dann in der Schweiz kurz gelebt und da habe ich keinen Betrieb leider gefunden. Hatte dann bei Friseur erstmal angefangen, habe aber dann gemerkt, so ist überhaupt nicht mein Ding. Und jetzt dachte ich so, fange ich halt einfach wieder an, weil es ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Die suchen auch immer Leute und es war halt Männerberuf, aber Frauen können das ja auch. Und diesmal in der richtigen Stadt sogar. Oh ja. Und ich glaube, mit Tattoos hat man da auch keine Probleme, wenn man so Handwerk und auch teilweise kreativ ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch als Friseur gearbeitet am Alexanderplatz im Alexa. Da hatten die alle kein Problem damit. Also ist auch überhaupt nicht schwer, in Berlin etwas zu finden, egal wie man aussieht. Ja. Ja. Okay, ich denke mal, in bestimmten Berufen dann schon noch, aber gut, die wollen wir eh nicht. Jetzt hatte ich noch gerade eine Frage. Hörst du denn auch privat am liebsten Techno und so? Es kommt drauf an. Wenn ich mich beeilen muss oder wenn ich aufräume, dann höre ich gerne schön schnellen Techno. Sonst eigentlich eher so Reggaeton, Reggae und Hip-Hop. Ja, aber Techno ist schön anmachen und dann und durch die Bude tanzen und dabei schön staubsaugen oder sowas. Hast du denn deine Liebe zur Musik auch irgendwo verewigt als Tattoo? Nee, das habe ich nicht, weil jeder Mensch liebt ja Musik und ich natürlich dann auch und ich habe sie immer in meinem Kopf und höre sie auch eigentlich immer laut. Ja, ja, ich habe sie auch immer bei mir so. Ich bin ja immer nur in Clubs unterwegs und in Berlin, da hörst du eigentlich aus jeder Haustür irgendeine Musik raus. Deswegen brauche ich das halt nicht als Tattoo haben. Ja. Was hast du denn sonst? Möchtest du auf ein bestimmtes Motiv mal eingehen, was dir besonders viel bedeutet oder machst du es eigentlich eher dekorativ, sag ich mal? Es bedeutet mir alles sehr viel sogar. Also jetzt natürlich hier so die älteren Tattoos jetzt nicht so, weil die halt eher dieses spontane Ding war, aber die großflächigen Tattoos, die haben bei mir eine sehr große Bedeutung. Die hängen alle mit einem Künstler zusammen, mit denen ich praktisch aufgewachsen bin und von denen ich auch inspiriert worden bin, schon als kleines Kind. Und das trage ich seine ganze Kunst so am Körper, was er entworfen hat. Ja. Meinst du mit Künstler, meinst du da auch einen Tätowierer oder ist das so, dass das quasi Bilder sind, die du dann in Tattoos umwandeln lässt? Also das ist der Künstler H.R. Giga, der sagt zudem immer Vater der Biomechanoiden. Und er ist kein Tattoo-Künstler, er hat hauptsächlich mit Tusche und Spray und alles so gearbeitet. Und ist auch einer der berühmtesten Künstler, so für mich persönlich auf jeden Fall und jeder kennt ihn auch eigentlich und wenn man halt so einen Alien zeigt, wie aus dem Film Aliens, dann weiß sofort jeder, was das ist und man hat es auch schon gesehen. Ja. Ja, und das ist auf jeden Fall halt auch der Künstler und der hat einfach so viel Liebe reingesteckt und er ist einfach sich selbst gewesen und ich finde, daran sollte sich jeder auch ein Beispiel dran nehmen, einfach drauf zu scheißen, was alle denken und einfach sein Ding tun und dann haut man etwas hin, was einfach so atemberaubend ist und dann sagen alle, wow. Ja. Sehr gut. Wie gehst du denn dann an die Motive nun ran? Also nimmst du dann Bilder von ihm und schaust, dass ein Tätowierer dir das quasi umwandelt als Tattoo? Genau so. Ich habe auch hier ein Porträt von ihm tätowiert. Das haben wir, das ganze Tattoo, das geht von hier bis hier, das haben wir in 9 Stunden gemacht. Da hat der Tätowierer André Kolbersen und ich, wir haben dann eine Vorlage entwickelt mit seinem Porträt und der Spezies ist mit drauf und Atomkinder haben wir dann zusammengestellt und dann einfach schnell in einer Session durch. Ja, das war mein erstes Tattoo von Giga. Krass. Genau. Da ist aber teilweise was drunter. Ist das richtig oder sehe ich das falsch? Genau, das war ein Cover, das ist ein Cover-Up. Ich hatte mich damals versucht, es mal zu mit tätowieren. Also ich kann es jetzt natürlich besser. Ich habe jetzt meine eigene Tattoo-Art entwickelt. Aber damals, da war ich 17 oder so, da hatte ich dann eine Spule und dann habe ich da versucht und das, ja,
natürlich an den unvorteilhaftesten Stellen, aber man konnte es ja gut durchmachen. Durch diese Tattoos, die fehl am Platz sind, waren, kam ich auch erst überhaupt dazu, diese Tattoo-Art auf mir machen zu lassen. Dieses schöne, schwarze, deckende. Und das ist eigentlich genau das, was ich möchte, genau das, was ich mag. Ja. So findet man dann halt seinen eigenen Weg. Tätowierst du denn auch noch selber? Genau, ich tätowiere jetzt selber. Also ich tätowiere jetzt noch nicht an Kunden und so, an Freunden probiere ich mich ein bisschen aus. Ich habe meine komplette eigene und neue Tattoo-Art entwickelt. Okay. Und daran feile ich jetzt, bis die wirklich 100% sichi ist, also komplett clean. Weil ich möchte keinen verschändeln und möchte auch nicht, dass irgendjemand Cover abmachen muss, sondern ja, ich möchte das 100%ig machen und das wird auch eine Tattoo-Art sein, wo alle sagen, wow, und das will sich auch jeder machen lassen. Also, okay. Kannst du ein bisschen erzählen? Es ist natürlich eine sehr dunkle Art. Also ist auch perfekt für Cover-Ups, es geht in die Richtung Realistik, aber halt mit einer anderen Technik, die auch lange dauert. Okay. Interessant. Musst du mal zeigen, wenn es soweit ist. Mhm, was hast du denn sonst so geplant? Also die Ausbildung, dann machst du wahrscheinlich weiter das Tätowieren. Was gibt's für dich als nächstes Tattoo? Weißt du das schon? Ich hatte mir gestern bei einem Kumpel, der hat einen Stand und wir wollten hier einen kleinen Lückenfüller hinmachen. Eine Lücke? Eine kleine Lücke. Ja, und ich habe einfach so ein Bild von ihm genommen von so einer Rose und es hat einfach haargenau perfekt reingepasst. Geil. Und er hat gesagt so, ja okay, wenn wir es bis Sonntag nicht verkauft haben, das wolle du, dann machen wir dir das. Ja, vielleicht irgendwie so schön rot, schwarz, lila, weil eine Rose finde ich auch schön. Und es hat, Rose habe ich nicht, aber es hat für mich auch eine tiefe Bedeutung, weil ich meinem Freund, weil ich ihn halt liebe, echt jeden Monat immer eine Rose schenke. Oh, wie süß. Ja. Also du hast jetzt aber die Beine eher dunkel und der Arm wird ja dann eher bunt. Auf jeden Fall da und dann vielleicht die Rose noch in den Farben. Hast du da so ein bestimmtes Motto oder Prinzip, wonach du das verteilst? Eigentlich nicht. Ich hatte mir zuerst überlegt, eigentlich alles schwarz zu machen und nur den Hals bunt zu lassen. Aber dann dachte ich mir irgendwie, ich stand da vor einem Spiegel und ich hatte eine schwarze Wand und man hat mich selber nicht gesehen. Man konnte meine Rundungen nicht sehen und dann dachte ich, ich muss irgendwo am Körper noch einen kleinen bunten Kontrast haben, dass man merkt, ah okay, die hat ja einen Körper. Ja, und dann will ich halt hier den Arm dann halt bunt machen bis hier und dann halt das Dekolleté auch und dann bleibt die Seite halt schwarz. Ja. Vielleicht lasse ich mir dann hier unten am Bein auch noch was Buntes hin machen. Also muss ja nicht unbedingt immer ein Konzept geben. Ich habe ja hier noch schwarz drauf und wenn es halt mir doch zu bunt ist, dann kann man mit schwarz nochmal drüber machen. Sagst du mir, wird das hier zu bunt? Ja, das wird mir sonst zu bunt. Ja, ich frage mal zum Ende hin, ob du noch irgendwas erzählen willst, was ich vergessen habe zu fragen oder ob ich alles gefragt habe und du zufrieden bist oder ob es noch irgendwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt. Oh, das weiß ich nicht. Wenn nicht, ist alles gut, dann habe ich gut gefragt. Ich kann halt, wenn dann nur zu den Leuten sagen, dass egal, was andere Leute sagen, von wegen so sei du selbst und dann wird man halt nicht akzeptiert. Man soll halt immer sich selbst sein und das auch immer offen zeigen, weil nur dann kann man glücklich sein im Leben. Das kann ich den Leuten auf den Weg geben. Sehr gut. Vielen Dank. Dann lass dich nochmal drücken.